Kapitel 3 Licht und Schatten. Geht das auch mal weg? Ah ja. Ach, und Akshir läuft schon wieder. Du bist wach. Wie geht es dir? Das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Ja, Lord Kumari? Also wer aufgepasst hat, der weiß, dass wir letzten Part die Menschheit wiederhergebracht haben. Aus den tiefsten Tiefen der Dunkelheit oder Seelen zurückgebracht. So sah es aus. Die waren irgendwie gefangen und ja, wir haben sie jetzt endlich mal befreit. Ob das eine gute Idee war? Naja, mal schauen. Geht es dir gut? Du hast sehr lange tief und fest geschlafen. Wir ausgaben dich nicht. Ist, damit du zu Kräften kommst. Oh ja, ich hätte sowieso. Ja, kriegst du den Krug ab. Die Bewohner hier werden sich nicht beschweren darüber, wenn ihr die ganzen Krüge hier kaputt macht, was sehr interessant ist. In Krüster haben sie sich beschwert, aber hier nicht, wo ich auch immer bin. Wenn ich groß bin, werde ich als Mönch Lord Kumari beschützen. Ah, nicht als Mönch, sondern als Monk, ich verstehe schon. Wo ist der Unterschied, Leute? Der Mönch ist ja mehr oder weniger für mich ein Mann der Kirche, ne, wisst Bescheid. Aber hier ist ein Mönch gemeint, der mit Fäusten kämpft. Also einer, der so richtig mit reinhaut. Und dafür ein langes Training hinter sich bringt. Oh, du bist es. Bist du doch noch aufgewacht? Gut geträumt? Boah, diesmal wenigstens keine Albträume gehabt. Wo bin ich denn hier eigentlich? In Lhasa. Interessant. Hallo. Was? Hast du nichts zu sagen? Oh, hier gibt's Schneemänner! Und Ark macht sie einfach so kaputt. Aber die sind putzig aus irgendwie. Lord Kumari heilt jede Krankheit oder Verletzung. Ist es ein Arzt oder so? Dieser Tempel ist der geistliche Versammlungsort der Dorfbewohner. Der Glaube gibt mir Kraft, trotz aller Probleme zu überleben. Ah, Glaube ist so ein Ding. Und wow, sieht das hier cool aus. Richtig rot. Einmal speichern. Und ja, wer aufgepasst hat, der hat dahin, gerade was gesehen, nämlich eine Statue. Könnte... Okay, nee, der Bruder ist es nicht, glaube ich. Das sieht nämlich ein bisschen wohlgenährt aus, weil ich mich erinnere, oder? Muss wer anderer sein. Lange irrten unsere Seelen umher, doch dann kehrten wir in Körper zurück. Und lag. Was geschah hängt mit einem vergangenen Ereignis zusammen? Und was? Die Gegenwart ist bestimmt durch Geschehnisse in früheren Leben. Auf gut Deutsch, die Gegenwart ist so gut wie die Vergangenheit, oder was? So ähnlich irgendwie. Also dieser Tempel ist richtig cool. Also in Lhasa, da ist ganz schön was los. Also hier und der Seite kann ich auch raus. Nebenbei bemerkt, aber hier ist nichts leider. Keine Kiste so. Dies ist unser Friedhof. Allsgäu frisst die Körper der Toten. Barbarisch? Nein. Tiere gewinnen Nährstoffe aus den Toten. Ja, fressen und gefressen werden, ne? Das ist der Kreislauf des Lebens. Alles wird wiederverwertet. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ist mal so. Aber trotzdem, irgendwie eine creepy Geschichte. Stellt dir vor, er liegt einfach so da und euch fressen. Lauter solche Kreaturen, sag ich mal. So, was hast du mir zu verkaufen, mein Freund? Oh, auf jeden Fall Knollen. Knollen. Alter, ich hab alle verbraten. Okay, her damit. Wirklich jede einzelne. Und hier bei den kleinen, kaufe ich nur noch 6 Stück. Weil die kleinen zahlen sich nicht mehr aus. Das dauert mir zu lange. Langsam auf sicher. Wo ist man denn hier? Abwehr plus 18 wert Flüche ab. Cool. Aber verdammt teuer. Ich würde irgendwas gern verkaufen und hätte das Geld vielleicht zusammen, aber sieht schlecht aus. So, man kann hier nebenbei runterklettern und wer keine Lust hat auf Klettern, der kann hier sogar runterspringen. Oh, und man kann sogar wieder hochgehen. Das ist richtig cool hier. Oh yeah. Hast du Lord Kumari schon besucht? Lord Kumari ist da. Erweise ihm deinen Respekt. Okay, ich würde gerne mit ihm mal reden, aber zuerst mal finden ist so eine Sache. Ich glaube, hier war's. Ja, sieht gut aus.
Lord Kamara, prophezeit dir dein Kommen. Du bist der, der das Schicksal der Welt in den Händen hält. Ah, übertreib nicht. Stirbt Lord Kumari, wird er wiedergeboren zurückkehren. So hat er einen verschiedenen Körper, die Entwicklung der Erde verfolgt. Aha. Netter Glaube hier. Hallo. Du bist endlich aufgewacht, Ark. Wo erkennst du meinen Namen? Ich bin Lord Kumari. Bleib in Lhasa, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst noch nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Was? Aber das war geil. Warum denn? Och Mann, kommt schon. Ja, leider ist es so, Leute. Sobald man die Menschheit befreit, kann man nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist nun mal so. Nimm dir das an dich. Es ist einer der ältesten Zauber von Lhasa. Ark erhält den Knochenzauber. Das klingt cool. Er ist leider nicht. Da kommt eine ganz lange Song runter. Lord Kumari, Machu ist angekommen. Ich weiß, bitte zu mir. Das sagst du bloß noch so, oder? Komm schon. Wer ist dieser Mario? Klingt wie Machu. Moment, ich muss jetzt mal kurz gucken, was diese Magie macht. Ich weiß nur noch, sie war nicht so gut. Hier ist sie, Knochenzauber. Ermöglicht die Flucht. Ja, wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Das ist, wenn ihr einen langen Dungeon hindurch habt und nicht mehr zurückgehen wollt. Aber ich würde empfehlen, jeden einzelnen Dungeon, den man wieder zurückgehen muss, wieder zu bestreiten, denn das Spiel ist später gar nicht mal so einfach. Ich meine, ich habe mich vorhin ein bisschen angestellt und so, aber ab jetzt fängt das Spiel an, ein bisschen schwerer zu werden. Ark! Achso, du erzählst nichts Neues? Okay. Ihr redet wohl nicht viel, ne? Wo ist dieser Macho, wie der heißt? Du sagst auch nicht, ne? Nee, nur dass du als Mönch den hier beschützen willst, also dein Freund hier, ne? Du weißt Bescheid. Ihr gefällt die Musik hier. Sie ist so chillig und schön. Und sie gibt einen schönen. Oh, ich glaube, der hier ist das. Ja. Ah, endlich wieder da. Hallo Fremder, vielleicht können wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir reden willst, musst du dich noch etwas gedulden. Was? Aber. Okay. Diese Stadt, in der hier stehen, ist ein kleines Easter Egg, ganz interessant. Real Life, was es wirklich gibt. Das ist so eine Statue, die ist, glaube ich, ziemlich klein. Gerade passt in eine Hand rein und sieht wirklich so aus, Leute. Und soll eine Darstellung einer Frau sein. Ich weiß nicht, wie die heißt, hab's vergessen, aber es gibt's wirklich. Kein Witz, Leute. Das ist eine uralte Statue. Frag mich nicht, wie alt die ist. Oh, die ist wirklich alt. Macho kennt die Welt. Ich mag die Erzählung aus fernen Ländern. Aus fernen Ländern? Gibt's noch mehr als wie das hier etwa? Na klar. Ja. Aber schade, dass ich mit denen nicht mehr reden kann. Was machst du hier? Yaks sind wichtig. Sie transportieren Dinge und geben Milch und Fleisch. Außerdem kann man auf ihnen reiten, wenn sie wollen. Aber nur wenn sie wollen, ja? Sonst geht's rottipopsi. Und auf einmal bist du wieder am Boden. Und, ach okay, mir ist gerade ein Reim eingefallen, aber der ist nicht so toll. Ich glaube, der ist jetzt hier. Ah ja. Also es ist schon das ist nervig, wie man hier etwas auslöst. Da muss man raus, da muss man wieder rein. Ja. Ich mach mir Sorgen um meine Enkelin. Du meinst Mylin? Leidet sie immer unter den Toten ihrer Eltern? Ja, ständig kehrt sie zu einem Unglücksort zurück. Sie hat die Gabe, Illusion zu schaffen, die sie für real hält. Cool. Auch andere Menschen nehmen diese Illusion wahr. Ey, vielleicht kann ich helfen. Ich tue ja nichts anderes mehr, ne? Du bist Ark? Lord Kumari erzählte bereits von dir. Ich sprach gerne von meiner Enkelin. Ja, das habe ich gehört. Ihr Name ist Mylin. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran, doch dann kommt der Krieg.
Jetzt lebt sie bei mir, doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. Das muss hart sein. Daher spielt sie den ganzen Tag in den Ruinen Lurans. Wo Luran liegt? In der Wüste nordöstlich von hier, so sagt man zumindest. Ich war noch nie dort. Mylin hat mir nie den Weg verraten. Ach, das Schicksal hat Macho und dich zusammengeführt. Machos Ankunft nach deinem Erwachen ist ein bedeutsames Zeichen. Bist du bereit, mit deinen Kräften Macho und Mylin zu helfen? Aber immer doch! Das glaubst du doch gar nicht. Und ich dachte, da sagst was anderes. Okay, ich glaube, wir sollten diese Mylin mal suchen. Ne? In einer Wüste soll es sein. Und jetzt, Leute, wird das Spiel, ich sag mal... Bedenkt, Mylin kann Illusionen schaffen. Behält das jetzt bitte im Hinterkopf für... ein, zwei Parts, bitte. Sagen wir für drei, wenn ich langsam bin. Denn das wird jetzt sehr interessant. Nordöstlich soll hier eine Wüste sein. Also, wie ich jetzt mit Tieren reden will, Leute, das sagt das... Nope. Und hier ist Eklimata. Hier waren die Menschen eingesperrt, könnte man sagen. Falls jemand noch Lust hat, kann er noch mal ein bisschen durchleveln. Aber wollte nur zeigen, dass man wieder zurück kann. Das ist cool im Spiel, man kann immer zurück, egal wohin. Außer zu den Möwen, die reden wir nicht mehr mit ein. So, hier ist der Yangtze-Yang, oder wie heißt der? Yangtze-Ke... Ach, meine Güte. Auf jeden Fall ein kleiner Fluss. Ein kleines Gut. Hier ist die Wüste Gobi. Und irgendwo... Wow, ein Sandsturm. Ich kann kaum etwas sehen. Und da ist jemand. Hey! Ey, Moment mal! Wer war das? Warte, komm doch her! Du, bleibst du hier? Bleibst du hier? Luran! Ach, das ist die Stadt, wo wir erzählt bekommen haben. Okay. Na dann, hallo! Mensch, wir gehen nur Taxi, sind alle Leute glücklich. Alles scheint nur eine Illusion zu sein. Im Ernst? Jetzt? Das hier soll eine Illusion sein, also bitte dich. Sie wird vielleicht eine kleine Illusion schaffen, euren ganzen Ort. Ich glaub's aber selber nicht. Das soll eine verlorene Stadt sein? Haha, wovon sprichst du? Habt ihr sie wahrscheinlich wieder aufgebaut, wie man sagen, ne? Die Leute hier sind etwas merkwürdig. Freilich, wer weiß, was morgen geschieht. Ja, stimmt. Okay. Bist du ein Reisender? Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach, blieb aber hier, um andere zu warnen. Du bist da geblieben? Ich verstehe den Kontext gerade nicht, aber ist egal. Temujin, hallo! Ich heiße Temujin, ich bin der reichste Mann von ganz Luran. Dennoch bereitet mir das Sorge. Willst du hören, was ich bedrückt? Bitte sehr. Was bedrückt dich? Ich sorge mich darum, was aus meinem Vermögen nach meinem Tod wird. Was soll ich damit tun? Nimm es mit. Ganz einfach, nimm es mit ins Grab. Es ist dein Geld. Das ist ein guter Vorschlag, Fremder. Danke, jetzt muss ich mir nicht mehr an Gedanken machen. Und Leute, wenn ihr das antwortet, ja, passiert später etwas. Nur mal so viel dazu. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Und hier kann ich unter Tische kraxeln, aber es bringt leider nichts. Es sieht nur cool aus. Na dann, zack, schuf dich. Niemand dankt es mir. Danke. Ich sprach nur mit mir selbst. Vergiss, was ich sagte. Und hier kann man auch in den Kamin kraxeln. Also man kann hier wirklich... Moin, ist da was drin versteckt? Schade. Nein, leider nicht. Trotzdem, das sollte man sich merken. Mylins Haus liegt hier hinter unserem... diesem. Geh durch die Hintertür zu Mylin. Das geht schneller. Ah, okay, die wohnt da gerade in der Nähe. Gut zu wissen, Mylin. Mit der will ich auch reden. Sie hat wahrscheinlich eine harte Zeit hinter sich. Mylin! Hallo. Bist du auf der Reise? Wir haben noch nicht viel. Doch sei unser Gast. Oder willst du etwas Bestimmtes? Ja, ich will wissen, wo Mylin ist. Ich suche nach dem Mädchen Mylin. Ein Freund von Mylin, sie ist zu Hause. Moment. Habe ich gerade eben gehört, Mylins Mutter ist tot?
Kann sein, dass sie eine Illusion ist. Kriech doch in den Kamin hinein. Ich soll in den Kamin kriechen? Das hier ist wahrscheinlich ihr verstorbener Vater. Willkommen, wenn du mal möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Ja, dann. Es kommen viele Reisende hierher. Hier in der Wüste gibt es keine rechte Ernte, aber wir haben Taler. Dank der Taler können wir zufrieden und glücklich leben. Ich soll in den Kamin kriechen, na dann mache ich das mal. Und ja, auf einmal, whoops, kommt man hinten raus. Die sag's wenigstens einen auch ein. Und hey, ein Hund, hallo, mein lieber Kleiner, wie geht's dir so? Wuff, wuff. Deppi, lass ihn los, komm her! Deppi heißt er. Verschwinde, lass auf der Stelle, verlass die Stelle in die Stadt. Aber... Nee, nee, geh weg! Ich sag ja, geh weg! Okay, die will anscheinend nicht mitkommen. Vielleicht muss ich etwas anderes machen. Aber irgendwie ein schöner Ort hier. Und hier hinten ist eine Kiste, die versperrt ist. Die kann man leider nicht aufmachen, aber sie gibt es immerhin. Okay, wir wissen, dass Mylene schon mal hier ist, aber sie will nicht mitkommen. Aber bevor ich hier aufgebe, schaue ich mich noch ein bisschen hier um, würde ich mal sagen. Ich meine, sonst habe ich ja nichts Besseres zu tun. Bei Temtchen. So, hier ist auch ein kleines Häuschen. Alles anschauen, Leute. Denn Loran ist nicht gerade ein kleiner Ort. Oh nein, der ist gerade relativ groß. Finde ich zumindest. Also man hier, oh, das sieht nach einem Geschäft aus, aber irgendwie ist gerade keiner da. Schade. Was gibt's für dir? Ein Ratschlag. Einige Dämonen kämpfen in Formationen. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe. Nutze den Flammenspeer, um Monster in kalten Städten zu bekämpfen. Flammenspeer? Den habe ich doch nicht. Ich habe ihn auch nicht kaufen können oder so, ne? Also ich habe... Das Maximale, was ich gerade habe, ist der Löwenklaube, ne? Dass du Bescheid weißt. Oh, hier ist ein Laden. Na, was gibt's denn hier zu kaufen? Knollen, Knollen, Knollen. Gegen Fluch, und was ist das? Aus Bronze geschmiedet. Angriff plus 5! Ja, okay. Ich wollte mir zwar die Rüstung kaufen, aber die Waffe ist sowieso immer besser, weil es mehr Angriff hat. Bronzespeer aus Bronze geschmiedet. Stärke plus 17. Oh yeah. Und vor allem sieht auch geil aus, dieser Bronzespeer im Kampf. Moment, 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 Moment. Was hast du zu sagen? Reiser, suchst du ein Hotel? Ja, bitte. Gibt's ein Hotel? Du findest es auf der linken... Links? Sag westlich. Nicht weit von hier entfernt. Die Mauern geben Schutz vor Sandstürmen und verwirren Fremde. Sie verwirren Fremde? Ich plane hier einen Eingang, falls ich durch die massive Mauer komme. Ja, also wenn du ohne Werkzeuge arbeitest, könnte das ein bisschen lange dauern, ja? Damit Bescheid was. Okay, das hier ist ein Hotel? Würde ich mal sagen. Einziehen! Willkommen, bitte sehr, unser Gast. Du bist eingeladen. Es ist zu früh, um aufs Zimmer zu gehen. Schau dir doch die Stadt an. Was? Es ist zu früh? Okay. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Genieße jeden Tag. Oh ja, da hast du verdammt nochmal recht. Ich weiß nicht, warum das hier Front heißt, Leute. Ich weiß es nicht. Und hey, wer bist du denn? Oh, noch ein Gast. Ich bin Hedi. Ist ihr doch nicht eine nette Stadt? Alle sind so freundlich. Bleibt doch. Oh ja, gerne, 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 gerne. Aber wie gesagt, es ist noch früh zu schlafen. Schauen wir uns die Stadt doch ein bisschen an. Hier schließe ich ganz schön groß und hinten ist ein Lager. Okay. Mehr aber auch nicht, anscheinend. Ist da hinten? Ja, okay, da hinten wohnt Mylene, das wissen wir schon. Hier sind die ganzen Geschäfte und... Moment, war's das schon? Moment, Moment, Moment. Also da hinten war noch ein Haus. Also ich meine, das hier, ne? Das hier. Wie komme ich denn da denn hin? Moment, vielleicht muss ich das innen angehen. Moment. Da ist der Temtchen, ja. Was denkst du hier? Irgendeine Ausgangszeit oder so? Moment, Moment, Moment. Nein? Okay, das ist mir ein bisschen suspekt. Der Kamin ist es auch nicht. Ja. Also ich
Also Moment, das ist das Hotel. Ah, okay, okay, ich verstehe. Oh, Moment, hier ist ein Kristall. Mitnehmen! Ziemlich seltsam, aber es ist der Weg zu Mylins Zimmer. Ja, durch den Kamin, ich weiß. Ich wollte eigentlich überreden dazu, dass Mylin mit mir kommt, aber die Mutter ist anscheinend eine Illusion und die sagt das, was, ja, Mylin will, ne? Mit Bescheid. Und du sagst nichts weiter, ne? Lass die Stelle auf, ja, die Stadt. Ich würde mal sagen, gehen wir ins Hotel, weil mir fällt gerade nichts Besseres ein zu tun. Oder ich gehe ein bisschen Geld farmen und hol mir die Rüstung. Das könnte ich auch machen, denn die ist wirklich geil und vor allem sehr nötig und das schon sehr bald, Leute. Und mit sehr bald nicht wirklich bald. Moment! Was ist, wenn man dann fragt, wo Mylin ist? Nicht Modell. Ja, danke. So, wo ist Mylin? Ich suche kein Hotel. Weißt du vielleicht, wo Mylin wohnt? Mylin, oh, geh vom Dorfplatz aus nach links. Sie wohnt hinter Tim Chin. Du kannst hier alle Häuser besuchen. Wir sind wie eine Familie. Okay. Ja, das ist das Hotel hier hinten. Ich denke mir dauernd, wie komme ich hierher? Ah. Immer zu früh. Was muss ich noch mal hier machen? Also jetzt hacke ich mal wieder. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gespielt habe, bin ich hier auch gehangen. Das ist kein Witz, weil man einfach nicht weiß, wo es weitergeht. Und hier, Moment. Willkommen im Geschäft, Leute. Was wollt ihr bitte zu kaufen? Ich habe nichts leider. Man kann sich hier auch nicht das anschauen oder so. Da ist einfach nichts, Leute. Warum diese Orte existieren, ich weiß es nicht. Dieses Häuschen ist ein bisschen suspekt, aber ist halt so, ne? Und die sagt auch nichts Neues, ne? Ja. Mylin hat gesagt, ich soll die Stadt verlassen. Vielleicht soll ich das wirklich machen. Also rausgehen und wieder reingehen. Ist nur so eine Idee, ne? Vielleicht sagt sie jetzt was anderes, weil ich habe gerade die Stadt verlassen. Bei solchen Spielen ist es immer so nervig, wenn man etwas Bestimmtes auslöst, indem man mit etwas Bestimmtes spricht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn nicht, auch gut. Okay, ist mit Mylin Häuschen weiß ich schon, danke sehr. Vielleicht muss ich noch mal mit dem Herrn da hinten reden. Okay, nee, du hast mir schon von dieser Stadt erzählt. Danke sehr, ich habe keinen Bedarf mehr. Irgendwie hat sich das fast geremmt. Also ich probiere es jetzt noch mal. Mylin, willst du mitkommen? Anscheinend nicht. Ja. Na, der Deppi ist interessant, der Hund. Okay, jetzt hänge ich mal wieder. Ich werde hier jetzt ein bisschen durchprobieren nochmal. Also aufs Grid natürlich. Und dann werde ich mir ein bisschen Geld holen für die neue Rüstung, die es zu kaufen gibt. Oh yeah! Spring die durch! Jawohl! Das wird etwas dauern, aber wir haben's ja.